stellen, bevor wir dann die Runde freigeben. Natürlich interessiert es mich auch persönlich, wie du beispielsweise zu unserem Großsprechen gekommen bist. Das war in dem Sinne ein großes Glück, denn 1993 gab es eine Zeitungsanzeige über ein großes Kindercasting. Man hat einfach in Berlin Nachwuchssprecher gesehen, für Kinderstimmen. Meine Großmutter hatte diese Zeitungsanzeige gelesen, hatte sich dabei gedacht, na Mensch, synchronisieren, Film und Fernsehen, bisschen Schauspiel, bisschen Englisch auch dabei für ihren Enkel. Ja, und dann hat sie mich da mitgenommen zum Casting und es gab in dem Sinne vor allem eine Stimmprobe. Und man hat auch ein bisschen abgeprüft, ob ich vernünftig lesen kann. Ja, und das war dann so im Prinzip der Grundstein für meine erste Rolle im Kinofilm Little Buddha. 1994 lief er auf der Berlinale, da hatte ich eine Nebenrolle. Straßenjunge, unscheinbarer Straßenjunge, über den ich da gesprochen habe. Ja, und so ging das los, über dieses Casting. Ja, also doch schon lange im Geschäft, in alter Weise. Wir werden jetzt im Dezember am Nikolaustag, werden es genau 30 Jahre. Sehr beeindruckt, sehr beeindruckt. Ich möchte mit meiner nächsten Frage natürlich, wir sind ja beim Digimon-Event, das geht nicht anders, natürlich noch wissen, wie du an Davis gekommen bist und vor allem, wie er dir gefallen hat, auch als Charakter, hat es Spaß gemacht, was hast du damit gemacht? Puh, also bin ich an die Rolle gekommen, auch da war letztlich das eine Entscheidung der Produzenten und der Synchronfirma, die auf mich zugekommen sind. Ich war ja damals noch minderjährig. Da liefen die Termine jetzt auch nicht direkt über mich, sondern einfach über meine Erziehungsberechtigte. Und da konnte ich schwer Nein sagen. Also hier so ein Projekt, Hauptrolle mit Power und das Wort Power führt mich auch zu Davis, ist eben ein Charakter voller Energie, muss ich sagen, ist in dem Sinne etwas, was ja, eigentlich auch positive Energie in mir weckt, wenn ich da voll Einsatz geben kann. Und wenn ich so merke, dass einige Leute sich da auch vielleicht so ein Beispiel nehmen an dieser Rolle, diese Zuversicht, dieser, ich habe es vorhin schon mal benutzt, das Wort Enthusiasmus, sich nicht entmutigen lassen, dann muss ich sagen, auch nach 22 Jahren, auch jetzt, da ich ein erwachsener Mann bin, und nicht mehr eben Teenager. Damals muss ich sagen, die Rolle hat eine gewisse Bedeutung. Bei der ich sagen, also bei mir gibt es so eine Art Top 5 der Lieblingsrollen und da ist Davis mit drin. Ja? Ist wie wenn man mehrere Kinder hat, denn man hat die alle gleich lieb. Ja? Und das ist ganz sehr gut. Ja, vielen Dank. Wir sind auf jeden Fall alle ganz da. Das muss man nur einmal so sagen, wenn man das irgendwo vorspielt, Davis hört man überall raus. Das ist auf jeden Fall super. Aber letzte Frage, was hast du denn noch so für andere Projekte, woher kennt man dich vielleicht und was macht dir besonders Spaß? Okay, also ganz viele Leute kennen die Serie Big Bang Theory, da hatte ich halt in einer Episode eine ganz kleine Rolle. Und größerer Film vor 15 Jahren im Kino, Superbad. Also wer den Film kennt, ist polarisierender Film, ja, das bleibt so hängen. Das sind Spielfilme gewesen, mag ich auch. Also ich liebe Anime, ich kriege mit, was das für eine Energie auslöst und auch für eine Treue bei den Fans. Von daher Zeichentrick. Bin ich sehr froh, dass ich das mache, aber eben auch so diese Spielfilme mit echten Schauspielern in Deutschland. Hat alles sein Für und Wider, das alles auf die Einheit schon. Ja, vielen, vielen Dank. Eine kleine Info noch von mir. Nach dieser Runde wird Fabian noch da sein. Ich glaube aber mittlerweile hat jeder hier seine Karten 50.000 Mal unterzeichnet. Die waren noch nicht. Ja, das ist so langsam. Aber er ist auf jeden Fall noch da und ich würde mir jetzt persönlich noch wünschen,
dass du vielleicht in der dänischen Stimme den Spielern sagst, die Runde ist freigegeben. Die Runde ist freigegeben!